Ja, herzlich willkommen nochmal auf der heutigen 61. Internationale Bootsmesse in Friedrichshafen. Wie letztes Jahr auch, heute am Stand vom Herrn Renz. Herr Renz, vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, sich mit mir mal kurz zu unterhalten. Ich habe erfahren, Sie haben etwas Neues im Vergleich zum letzten Jahr. Ist das Produkt neu oder neu von Ihnen modifiziert? Oder was ist da eigentlich? Es ist verbessert. Also es ist ja so, hier geht es ja um einen Krabber, um einen Sauger, den man eigentlich verwendet, um, wenn man das Boot putzt, sich einfach festzuhalten. Der normale Bootsbesitzer liebt es, um das Schiff rumzuschwimmen und die Wasserlinie zu putzen. Macht eigentlich fast jeder. Und das ist eine sehr anstrengende Sache, weil man sucht dann irgendwelchen Halt am Fender oder irgendeiner Öffnung mit dem Finger und deshalb gibt es solche Krabber, die gibt es natürlich im Baumarkt, aber die haben den großen Nachteil im Baumarkt, ich brauche immer zwei Hände. Und die habe ich ja nicht. Ich habe in einer Hand den Lappen, in der anderen Hand habe ich ja dann den Krabber. Und zum Öffnen brauche ich dann beim Baumarkt die zweite Hand. Hier bei unserem Krabber ist es so, das ist voll Kunststoff. Ich drücke den an, habe einen super Grip und mit einem Finger kann ich praktisch das Vakuum zerstören. Ich öffne also das Vakuum, indem ich den hier etwas Luft reinlasse und kann so immer von einem Platz zum anderen schwimmen und kann jetzt mich hier festhalten. Und die Neuheit ist jetzt, wir haben einen neuen Mold gemacht, einen neuen Mold machen lassen, weil ich ein Spritzgussteil. Wir haben jetzt hier den Griff hohl und machen hier zwei rote Propfen drauf, dass man es auch gut sieht und jetzt schwimmt es. Das heißt also, auch wenn ich jetzt den auf die Seite lege oder wenn er ins Wasser fällt, geht er nicht unter, weil ich will nicht wissen, wie viele hunderttausende Krabber schon untergegangen sind, weil dort drin ist Metall, eine Metallfeder, die auch rosten kann. Wenn Sie es im Salzwasser haben, dann irgendwann läuft der Brühe raus. Hier passiert es nicht. Das ist also die Neuheit und man sieht, die Kunden, die lieben das, also ist unser bestverkauftes Produkt dieses Mal. Neben unseren Fenderüberzügen, wir sind ja Hersteller von hochwertigen Textilien, aber die cleveren Schwaben, die überlegen immer, was sie Neues bringen können. Ja, die Schwaben sind ohnehin bekannt für ihre Erfindungen. Herr Renz, wie können unsere Zuschauer an Sie herantreten? Wie erreichen Sie? Wie sind Sie erreichbar? Genau, also am besten über unsere Webseite www.fender-design.com. Findet man uns aber, ich denke, das gibt's, ich weiß nicht, ob es meine Kinder schon in Amazon eingestellt haben, aber am besten über unsere Webseite, da bekommt man das, genau. Ja, das war's von der 61. Bootsmesse in Friedrichshafen. Herr Renz hat jetzt gerade die Neuigkeit, die Modifikation erklärt. Super Produkt, scheint auch gut anzukommen. Ja. Herr Renz, vielen Dank weiterhin, danke, viel Erfolg. Danke für die Alles Gute, ja, danke. Danke schön.